Diesen Bericht präsentiert euch Alpenmineralwasser von Alpquell. Prickelnd, mild, ohne. Das Alpquellwasser aus den Bergen Tirols. Ein Engländer ist es, ist aber kein Jaguar mehr, sondern ein wunderschönes Fahrzeug, ein Rolls-Royce Silver Shadow 2. Patrick, wie kommst du auf einen Rolls-Royce? Ja, man wird älter, bequemer, gemütlicher. Der Bauch wächst, braucht man ein größeres Auto. Königlich hofiert werden wir. Ja, genau. Wunderbar, ganz fein, Limousine, alles bestens, ja. Die 24. Auflage der Hützer Klassik und immer wieder ein Highlight. Ja, immer wieder ein Highlight. Wir kommen jedes Jahr sehr gern immer wieder daher. Also haben wir viel Freude. Das Sportliche vom Jaguar und jetzt das Gemütliche vom Rolls. Ja, es ist genau das, was ich wollte, oder? Gemütlich, Komfort. Habe leider mit zwei Defekten zu kämpfen gehabt. Einmal die Klimaanlage ist nicht kalt genug und der elektrische Fensterheber funktioniert nicht tadellos. Aber sonst passt alles. Zum Auto, ja, das habe ich schon richtig verstanden. Am Steuer auf diesem wunderschönen Rolls-Royce Silver Shadow aus dem Jahre 1978. Am Steuer Abfahrt zu Olympiasieger Patrick Ortlieb und daneben seine Frau Katrin. Marco, eine lange Anreise und ich habe es geschafft, heute hier zu auf den Ötztal Classic mit euren wunderschönen S-Klasse Mercedes. Ja, wir sind froh, heute da zu sein. Wetter ist perfekt, Kinder sind vorbereitet, alles bestens. Wir freuen uns auf drei super Tage. Wünschen wir euch alles Gute und viel Erfolg. Danke sehr. Amelie, wie hat sich denn angefühlt heute hier die Herfahrt? Sehr gut, vielen Dank. Alles gut gegangen. Und die Jungs hinten drinnen im Schalensitz, habe ich gesehen. Ja, ist ziemlich heiß. Amelie, ich habe gesehen, du hast da hinten drinnen einen Schalensitz. Wie fühlt sich das an? Nicht so angenehm. Nicht so angenehm? Nee. Warum? Erzähl. Das ist einfach auch unangenehm. Und dann immer die ganze Zeit hier die Sitze, die Gürtel. Wie wird es jetzt werden dann die drei Tage? Gehst du lieber ins Schwimmbad? Ja.
Dann werden wir mal mit den Eltern reden. Ha? Guter Mathematiker? Wenn ich ja Hilfsmittel habe. 6 mal 6 ist? 36, das, guck mal. Wir haben einen 6-Liter-Motor, haben 6 Zylinder, auf jeden Zylinder haben wir 60 PS. Wie viel Hubraum haben wir? 6-Liter-Motor. Sehr gut. Die Jungs sind heute so gut im Kopf rechnen, dass wir Schwimmbad gehen. Alles Gute. Schöne Tage. Danke. Volle Konzentration. Ja, sehr gut. Gerhard, ein Resümee über den heutigen Tag. Es war ja richtig heiß heute und die Autos haben richtig geschwitzt. Also die haben gleich viel geschwitzt wie mir, die Fahrer. Also bei 34, 35 Grad ist schon extrem. Aber ich muss sagen, also durchaus, also ja, dran hat ein bisschen Wasserverlust gehabt, aber es sind super gefahren und jeder hat es gehört. Für mich ist das Erstaunliche, die sind mindestens 10 Minuten schneller gefahren, wie wir eigentlich die Zeit berechnet haben. Leichte Wärme, da ich sagen, ein bisschen zu warm ist heute schon gewesen. Nicht? Morgen gibt es eine Steigerung, heute haben wir 38 Grad gehabt, morgen sind es 39,5.